Ja, und damit Burrito, die Burritas, die Buenos Dias. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, ich hab's gerade angeklickt, ihr habt's gesehen. The Journey! Der Journey-Modus! Und war unten bei 17 ist das jetzt noch. Nun ja, natürlich kann man sagen, oh mein Gott, warum The Journey über 17? Ich habe beide noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Und ich bin mir gerade einen Lieblingsclub auswählen. Oh Gott, keine Ahnung, wenn ich gesagt in den welchen Verein ich Tottenham Hotspur. Welche haben denn die geilsten Trikots? Ne, ich habe das noch nie gespielt, von dem her, ich warte jetzt mal kurz. Ich leg auch mal kurz den Controller. Ich habe das noch nie gespielt, ja. Und ich möchte natürlich, ihr habt jetzt schon sehr wie lange gefreut, das wird auf jeden Fall durchgezogen. Und ich möchte das jetzt durchziehen. Ich möchte einfach auf dieser 18. den Johnny Modus, also wo Hunter zurückkehrt, also Hunter Returns, den zweiten Teil von Johnny Modus ebenso spielen, aber davor will ich natürlich den ersten Teil spielen, weil man kann ja aufeinander aufbauen. Das heißt, die Fortschritte, die Hunter im ersten Teil gemacht hat, Alexander im ersten Teil gemacht hat, kann man im zweiten, wenn man dann auf der gleichen Konsole oder wieder auf dem PC spielt, das kann man dann eben aufeinander aufbauen. Das heißt, man verliert die Sachen, die man schon aufgebaut hat, die Skills, die man schon erlangt hat, die verliert man nicht, sondern man baut darauf auf und das finde ich wirklich geil. Und da will ich jetzt mal zu 17 spielen, deshalb will ich jetzt natürlich auch einen Play machen. So, wir müssen jetzt natürlich einen Lieblingsclub auswählen. Logan Klopp und Jürgen Klopp werden natürlich schon geil zusammen spielen. Ich weiß nicht. Aber Jürgen Klopp ist halt wahrscheinlich ziemlich streng. Ich glaube, Manchester City wäre ein geiler Club. Nee, aber das... Ich nehme Liverpool wegen You Never Walk Alone. Von dem her, ja. Und wir legen mal los. Unser Lieblingsclub Liverpool. Wir sind in einem Vorort von Liverpool, könnte man sagen, oder? Ja. Und da sieht man schon. Da sieht man schon. Alex Hunter. Dein Grundwort Schimmhunter. Natürlich habe ich auch schon ein bisschen was mitgekommen von Johnny Modus, ja. Ich meine, die sind schon bei 2 Jahren dran oder 1,5 Jahre sind es schon her, dass der rausgekommen ist. Jetzt fall doch nicht hin, Alex! Eine Blamage! Ja, du bist eine Blamage, Mann! Machst du Witze, Harold? Hey, Schiedsrichter! Das war ein Foul! So ein Pech, Mann. Jetzt gibt's Elfmeterschießen. Ah, scheiße. Danke, Gas. Danke, Gas. Ich hab doch gesagt, der Junge hat Talent. Danke, Gas. Danke, Gas. Fällt doch nicht so einfach hin. Eine Schande ist das. Du bist eine Schande. Also hör mal, wenn du so über unseren Jungen redest, dann solltest du lieber... Nee, ich will, dass er ein richtiger Spieler wird. Verzieh dich einfach. Verpiss dich, Junge. Gut. Dann gehe ich jetzt. Ja, verpiss dich. Na endlich! Junge, lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Ah, die spielen super. Also gut. Doch noch Elfmeterschießen. Ja, Junge. Jetzt hoffe ich, dass wir gewinnen wollen. Oh mein Gott, sind die Kinder klein. Also natürlich habe ich schon was mitbekommen. Oh Gott, Alter, der hat keine große Zukunft. Ja, Mann, das war eher ein Pass, Alter. Ja, jetzt Alexander, jetzt sind wir dran. Die Musik im Hintergrund finde ich auch schon geil. Also Leute, wie schon gesagt, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Natürlich, wenn es 1,5 Jahre schon her ist, dann ist ja
dass das Spiel rauskommt, dann kriegt man eben was mit, aber das hat keine Rolle spielt. Ja, Schack, Tor, reingemacht. Quatsch, Alter, ja Mann. Ja man, total reingepfeffert. Match war sofort kaputt, also. Alle, hört mal auf zu singen, bitte. London? Hey, die erste von vielen. Hängen Sie hierher. Wird eine Trophäensammlung. Ja, ach Junge. Ach ja. Natürlich, das macht einem alles kaputt. Dieser Elternstreit. Der Streit der Eltern macht alles kaputt. Wir sehen uns Montag in der Schule. Gutes Spiel von dir heute, Gareth. Wirklich? Ja. Danke, bis dahin. Hey, Alex. Champion. Halt die Schwatte. Junge. Oh Gott. Alles in Ordnung? Ja, natürlich sind die wirklich. Halt gut, dann sind einfach. Komm. Keine Ahnung. Was ist los? Gut, wenn man Vater ist, dann ist man natürlich Leute auf die Kinder. Fußball. Vater. Das will ich spielen. Wie du und wie Dad. Moment mal. Viel und harte Arbeit. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. George Baker hat heute zugesehen. Er war beeindruckt. Ja, ist schön. Der Scout? Ja. Aha. Hier. Der ist für dich. Ich habe damit mein 100. Tor gemacht. Februar 69, Coventry City auswärts. Volley mit links. Der saß wie eine Eins. Hier. Möge er dir Glück bringen. Danke, Opa. Sicher, Großvater. Oh ja. Oh, ja. Ich werde täglich damit trainieren. Na gut, dann fang mal an. Oh, da sind schon die einen oder anderen Trophäen. Oh, und die Wand ist natürlich komplett am Arsch schon. Weil steht da doch die Wand drauf. Oh, Zeit, der Opa hat auch ein bisschen anders gemacht. Alex, hallo. Marco Reich im Hintergrund. Ein Plakat von Marco Reich. Familia at West Wonderland. Seven Grand Rust. Louis Wave. Everett Jones. Chris Walters. Marco Reut als Marco Reut. Harry Kane als Harry Kane, als Maria Ramon Rodriguez, als Ramon Rodriguez. Kein schlechtes Lied, aber ich auch nicht das Beste, ja. Ah, ganz in Ordnung. Keine Kritik. Herzlich. Ich bin nicht fertig, Mann. Und wir haben Twitter natürlich und Trends. In den Trends ist gleich mal Hashtag Sichtungslehrgang. Danny Williams at the foot, Williams Booty. Beim Sichtungslehrgang zeigt den Mächtigern, was Sache ist. Augen auf der Williams kommt. Hashtag einfach cool. Alles klar. Ian Ladyman. Wer hat einen Profivertrag? Wer muss nach Hause gehen? Die Sichtungslehrer, denn jetzt stehen an. Hashtag alles oder nichts. Sean Kosch. Die Sichtung der Gänge stehen an, jetzt muss ich zeigen, wer wirklich das Zeug zum Profi hat. Hashtag, kein Hashtag, so. Tatooine Hunter und Remotor, viel Erfolg beim Schichtungslehrgang mit Alexander. Mein Sport hat du. Und Garrett Walker, bereit für den Real Gas Walker, geiler Name übrigens. Bereit für den Schichtungslehrgang, mit Alexander und
ich wollen endlich so legen. Hashtag Vorfreude, Hashtag aufhören mit den Hashtags. Na, jetzt früher ein kleines Stumm habe ich eigentlich. Machen wir 5 Minuten. Und Amateur, ne, wir machen natürlich Halbprofi. Schwieriger mache ich etwa nicht, weil sonst wird es schwer für mich. Alter, geile Karren hier. Und hier natürlich mit der geilsten am Start. Wie oft denn noch, Mann? Halt die Klappe. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Dass wir mal bei einem Sichtungslehrgang dabei sein werden. Oh, Persönlichkeit. Alex, die Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltung. In jede Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, ich schließe mal kurz mal die Webcam ein bisschen durch Leute. Jo, ja, Michael Waller im Hintergrund. Verschwinde dann ein bisschen. So ist doch gut, so. Also, und jetzt muss ich die noch ein bisschen gerade rücken. So, ich hoffe, das ist jetzt so in Ordnung. Ja, ein bisschen runter noch. Ich hoffe, es ist so in Ordnung, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, falls nichts in Ordnung ist, falls ihr es antwortet. Also, in jeder Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, eine ungeglichene und eine coole Antwort entscheiden. Eine Persönlichkeit beeinflusst dein Verhalten zu anderen Charakteren und dein Temperament auf dem Platz. Wir nehmen mal cool. Wir schaffen das. Welcher Akademiemann? Bei unserem Talent nehmen die uns sofort unter Vertrag. Alles klar. Hört zu, Jungs. Seht das nicht als Sichtungslehrgang, okay? Ja, okay, Opa. Seht es als Chance zu beeindrucken. Geht da raus und zeigt, was ihr drauf habt. Josh Baker ist zwar hart, aber für gute Spieler hat er ein Auge. Und ihr seid genau das. Der Opa weiß es. Wann bist du so erwachsen geworden? Nee. Werd doch bloß hier mal. Ach, jetzt komm. Heute geht's doch mal um auf dich, mit dem. Alex. Der Depp ist fest. Schicke Karre, Mann! Danke! Anders als dir geht es mir ums Können und nicht ums Geprotze. Ach ja, wer von uns hat denn einen Profivertrag in der Tasche? Du ganz sicher nicht, Mann. Ignoriert ihn einfach. Euer Talent spricht für sich. Wieso hat der einen Profivertrag? Frag ich mich auch. Ihr Jungs seid heute hier, um zu beweisen, dass ihr die notwendigen Fähigkeiten für eine Profilaufbahn habt. In den letzten Jahren habt ihr trainiert und wart in diversen Fußballakademien. Aber aus irgendeinem Grund musstet ihr gehen. Und die Liga organisiert diese Sichtungslehrgänge, damit auch wirklich kein talentierter Nachwuchsspieler durchs Raster fällt. Das ist also eure Chance, mir zu beweisen und all den anderen Scouts aus dem ganzen Land, die hier sind, dass ihr alles habt, was man braucht, um Profi zu sein. Naja. Aber vergesst nicht, die meisten fallen durch. Für viele heißt das, heute wird der Weg zu Ende sein. Aber für manche ist das vielleicht der Anfang einer Profikarriere, auf die ihr hingearbeitet habt. Alles, was ihr tut, jede Drehung des Balls wird von uns verfolgt und entscheidet über eure Zukunft als Fußballer. Diese Jungs hinter mir haben schon ihren Profivertrag. Ja. Sie wissen, ja, mit dem geilen Auto da, gell, ja. Sie sind das Maß. Und heute werdet ihr gegen sie spielen. Also zeigt, was ihr könnt. Hey, Williams guckt wieder rüber zu dir. Der ist nur in mich verliebt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Hunter. Hör zu, ich weiß, dass du dich selbst für eine Art multitalentierten Spieler hältst, der alles beherrscht. Tue ich ja auch. Aber heute wirst du dir die für dich beste Position aussuchen. Also gib dein Bestes, verstanden? Beeindrucke die Scouts, okay, Junge? Wie entscheidest du dich?
Ich muss dich jetzt entscheiden, oh. Alles klar, Alter. Leute, was soll ich denn da machen jetzt? Wenn ich jetzt live spielen würde, dann würde ich jetzt sagen. Dann würde ich euch jetzt fragen, aber. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also irgendwas in der Offensive müssen wir machen. Keine Ahnung, ehrlich. Als dann drei offensiver Mittelfeldspieler wollte ich natürlich auch viel mit Pässen arbeiten. Und wird ja auch mal gut nach hinten arbeiten mit nirgendwo wirklich. Aber Flügelstürmer. Also nee, Abwehr mache ich nicht, ne. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich muss mich doch dann bald entscheiden. Ich nehme den Stürmer. Du trittst in die Fußstapfen deines Großvaters, hm? Natürlich. Okay, Junge. Dann mach ihn mal stolz. Ich muss nur einfach machen, Leute, ganz ehrlich, auch wenn es ein Rahmen ist, gar nicht, aber Sturm finde ich einfach doch noch ein bisschen geiler. Gut, jetzt kommt ein schnelles 11 gegen 11. Trennen wir die Männer von den Jungs. Und danach widmen wir uns 15 da. Und einem weiteren Durchgang 11 gegen 11 für die besten Spieler. Okay, Jungs, dann zeigt, was ihr drauf habt. Also, Leute, das wird richtig heftig. Was ist denn jetzt? Jetzt ist er umgekippt, oder? Scheiße. Team 1 gegen Team 2, ja. Wer kennt dieses Duell nicht? Die absoluten Rivalenmannschaften. Moment mal kurz. Wie lange geht denn das? Die Folge jetzt schon. Ich würde sagen, ich mache jetzt die erste Halbzeit jetzt hier. Alles klar. Spielen wir jetzt mit einem Baum in der Mitte, oder was? Alles klar. Leute, was ist denn das? Oh Gott. Ich muss mal die Kamera anders einstellen, weil ganz ehrlich, was ist denn das? Da steht jetzt so ein dummer Spieler. So ein dummer Baum. Steht jetzt, also, Hashtag, reißt die Regenwälder ab. Ganz ehrlich, was ist denn das? Ganz ehrlich, ja, das war die falsche Kamera. Boah, Leute, ehrlich. Ja, ich würde sagen, die erste Halbzeit machen wir jetzt im ersten. Ah, verdammt. Die erste Halbzeit. Ja, gut. Warte, verpasst. Die erste Slot. Die erste Halbzeit machen wir jetzt im ersten. In der ersten Folge und in der zweiten Folge kümmern wir uns um den Rest vom Lehrgang. Und ja, gucken wir dann noch auf uns zukommt. Und wir legen gleich mal 1-0 zurück. Und wer war's? Was ist denn das jetzt? Kann man eigentlich einen Baum noch blöder irgendwo hin pflanzen, EA? Alter, was ist das? Jetzt muss es mal wirklich schnell gehen nach vorne. Ich frage mich aber eins, was ist, wenn wir jetzt im Sichtungslehrgang scheiße spielen und dann irgendwie nicht nominiert werden für eine große Mannschaft? Was ist dann? Ist dann einfach das Gespräch beendet oder müssen wir dann das nochmal spielen? Würde mich jetzt mal interessieren, was dann passieren würde. Oh mein Gott. Würde ich dann das Ganze nochmal spielen oder wäre es dann das Ende für Alexander und müsste dann und möchte mir dann eine Karriere als Versicherungskaufmann einschlagen oder was? Ja. Ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich dir was reichen kann. Oh mein Gott, das war alt. Murdoch, du bist scheiße.
Da. Ah, ja, der William hier, der William ist da. Ja, los, los. Oh Gott, Alex. Ich glaube, ich nehme jetzt eine andere Kameraperspektive. Die gefällt mir schon wenig besser. Dann stören wenigstens die Bäume nicht mehr so. Und wir müssen jetzt echt mal alles hinbekommen hier. Alles reinrotten. Los. Ja, jetzt Alex, jetzt musst du mal wirklich zeigen, was du drauf hast. Und ja, das, du hast nichts drauf, ich sehe es schon. Alter, ja. Was ist das hier? Alex, Alex. Ja, komm Alex. Ja. Ach, abseits oder was. Toll, ja, super, Leute, das läuft, der Sichtumdeckung läuft gerade mehr als täuschend, wir müssen jetzt hier wirklich was reichen, wir müssen nur jetzt was geschnitten bekommen, Alter, ja, ja, wirklich, was soll denn das jetzt? Ich frage mich echt, was passieren würde, wenn wir jetzt irgendwie nichts geschissen bekommen. Also ich meine, wir müssen doch irgendwas hinbekommen. Weil wenn wir jetzt irgendwie jetzt schon mit Alexander in der Vorbereitung nicht, im Sichtungslehrgang nicht hinkriegen, was dann schon weitergeht, sind die Karriere beendet oder wie ist das? Habt ihr eine Ahnung? Dann schreibt mal in die Kommentare. Weil ich habe keine Ahnung, was das läuft. Ach. Ja Leute, das sieht ganz toll aus. Ihr könnt jetzt aufgeben. Na, das sieht echt nicht so gut aus. Alter, wir sind halt auch einfach viel zu stark und das Wetter ist natürlich auch ziemlich gut. Das fällt natürlich auch noch dazu bei, dass wir richtig gut sind. Ah, Leute. Alter. Ihr seid alle talentierte Spieler und ihr müsst jetzt wirklich mal zeigen, dass ihr warum ihr das seid. So, einfach mal reinpfeifen. Was passiert immer, wenn ich jetzt mit Alexander eine rote Karte kritisieren würde? Gleich mal im Sichtungslehrgang. So. Ich höre gerade um die Fans, obwohl wir nicht in einem Stadion sind. Kann das sein oder verhöre ich mich dann nur? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das war's, Leute. Was ist, Mann? Du bist nicht du selbst heute. Nee, bin ich nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich muss eine Schippe drauflegen. Ja, das machst du am besten schnell, sonst sind wir am Ende hier raus. Ja. Okay? Oh mein Gott, Leute. Oh fuck. Ja Leute, mit diesem Ergebnis muss ich echt sagen, ging jetzt schon mal gut aus der ersten Folge raus. Na, scheiße, das kann jetzt ganz schnell vorbei sein. Ich werde diese Folge gleich rausschauen und dann die nächste gleich aufnehmen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt unten in die Kommentare, was passiert, wenn ich geschwungen werde. Würde mich mal sehr interessieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte ich in der nächsten Mal Interview selbst erleben und dann ist das letztlich wieder beendet. Keine Ahnung. Ja, ich danke, ich hoffe, dass euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge, die ich gleich danach aufnehmen werde. Also ich danke euch fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.